Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ark. Und wenn ihr euch mal hier so ein bisschen genauer umschaut, dann... Ich sehe nur dich. Dann sieht Mario nur mich und ich sehe nur Mario. Und wir sehen eine ganz andere Umgebung. Wir sind hier nämlich jetzt auf The Center gelandet. So ganz spontan. Ganz spontan. Ich weiß gar nicht. Die letzte Party war irgendwie zu viel. Irgendwie schon, ja. Ein bisschen zu tief ins Glas geguckt und dann auf einmal aufgewacht. Und irgendwie sind wir jetzt auf The Center gelandet. Wir wissen gar nicht, wie das passieren konnte. Wir wissen aber ganz genau, dass auch alle anderen irgendwie hier auch gelandet sind. Da muss irgendwie ein Loch im Universum gewesen sein, was uns hierher geholt hat. Ja, hat uns auf jeden Fall auf den Boden der Tatsachen zurückgeschmettert sozusagen. Und warum wir hier sind, hat einen ganz einfachen Grund, denn... Naja, wie soll ich sagen? Wie umschreibt man das jetzt höflich sage ich mal? Ja, so diplomatisch wie möglich. So diplomatisch wie möglich. Primitive Floss ist scheiße. War das diplomatisch genug? Naja, also im Prinzip, wir haben ja so vorher Primitive Floss gespielt mit den anderen zusammen. Und das Problem ist halt einfach, jeder von uns, der an dem Projekt beteiligt ist oder war, hat damit gerechnet, dass wenn der offizielle Stempel von... den Entwicklern von Studio Wildcard sozusagen auf Primitive Floss klebt, dass auch mal Updates kommen. Aber es ist tatsächlich verbuggt ohne Ende. Und mit den letzten Updates, die kamen, so selten sie auch sind, alle paar Wochen mal, wurde es eher schlimmer als besser. Ja. Und die Gesamtmotivation der Spieler war jetzt nicht so hoch, als dass man sagen könnte, okay, wir machen das jetzt bis zum Ende aller Tage. Es bringt halt auch nichts, wenn die Leute keine Lust haben, weil das Spiel nicht funktioniert. Es gibt ganz viele Sachen, die nicht funktioniert haben. Auch viele Tiere, die nicht zähmbar sind oder zähmbar waren oder nur unter Umständen. Einige Sättel gibt es gar nicht, andere Dinge funktionieren nicht. Also ja, es gab viele Bugs. Es gibt jedenfalls Bugs ohne Ende in Primitive Plus und wir sind eigentlich fest davon ausgegangen, dass halt tatsächlich so ein bisschen sich was tut, wenn halt wirklich die offiziellen Entwickler mit dran arbeiten, aber irgendwie hat sich da gar nichts getan, muss man einfach leider sagen. Deswegen haben wir für uns entschlossen, nein, wir wollen auf jeden Fall nicht dort weitermachen, haben wir quasi mit den anderen zusammen abgestimmt. Es bringt halt einfach nichts. Ja. Und es ist auch nicht absehbar, wann denn tatsächlich irgendwie mal das nächste Update kommt oder sonstiges in der Art. Von daher haben wir gesagt, okay, nee, dann müssen wir jetzt mal hier einen Cut machen, müssen wir einen Schlussstrich ziehen. Es nützt alles nichts, weil ich meine... Wir haben uns so drauf gefreut auf Primitive Plus, weil es einfach mal was anderes ist, aber wenn es halt wirklich nicht funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben oder generell wie man sich das vorstellt, dann macht es auch keinen Sinn. Ja, man muss sich ja auch nicht abquälen und Ewigkeiten dann irgendwie in einem Spiel verbringen, was so nicht mehr zur Laune beiträgt. Also es hatte seine guten Seiten, das war auch wirklich spannend mit den ganzen primitiven Bauteilen und den neuen Ressourcen, aber insgesamt einfach, ja, da war noch einiges im Argen und... Ja, deshalb der Entschluss. So. Jo, deswegen startet quasi jetzt ein neues Projekt, komplett neu. Genau. Wir sind übrigens wieder auf der Suche, also es ist wieder offiziell eröffnet sozusagen, die Bewerbungsphase für das Projekt. Also wer Bock hat, kann sich gerne bewerben unter info@zos-gaming.de. Genau, schreibt in eure Bewerbung, warum ihr unbedingt auf den Server wollt, was ihr davon erwartet. Bitte auch, wie alt ihr seid, denn es gilt weiterhin, 16 ist das Mindestalter, welches man haben muss für unseren Server. Es gibt keine Ausnahmen. Auch nicht, wenn ihr dann quasi in 3 Wochen 16 werdet, dann bewerbt euch einfach in 3 Wochen. Ja, das und ist bitte einfach hilfreich. Schreibt doch gleich noch rein, PvE oder PvP. Wir suchen natürlich auch noch einen Haufen PvP-Spieler, also wer Bock auf PvP hat, kann sich da gerne melden. Ist jetzt kein Free-for-All-PvP, also es gibt schon ein paar Regeln, die einzuhalten gibt, aber ist, glaube ich, für jeden, der gerne PvP macht, doch schon interessant wird, dass man einfach nicht freiwillig ist sozusagen, dass man die ganze Zeit umgelatzt wird. Also ein paar grundlegende Regeln gibt es schon, aber ich denke mal, es sollte im Interesse der PvP-Spieler sein. Oder wenn er halt PvE spielen möchte, könnt ihr es natürlich auch gerne reinschreiben. Wir suchen beide Spielerarten, also gerne bewerben. Genau, bewerbt euch einfach. Es wird auf unserer Website dazu auch noch mal eine Seite geben, die steht dann in der Infobox. Also von daher einfach auch da reinschauen, da gibt es dann noch mal ein paar Infos, dass ihr schon mal Bescheid wisst, ne? So, was machst du da Primitives? Was machst du da Primitives? Was ich Primitives mache? Ich habe gerade mal ein Kompi umgeklatscht. Nee, Produktives übrigens. Wollte ich eigentlich sagen. Was wolltest du sagen? Produktives. Produktiv, aber primitiv wäre auch lustig. ich habe ein Kompi getötet mit puren Fäusten, mit bloßen Fäusten. Ja, dein erster Auftrag wird sein Bolas, ne? Bolas, na klar. Wenn wir Leder haben, dann Bolas. Ja, dann gehe ich nochmal ganz kurz Flint holen, weil ich brauche auch noch ein Beil. Ohne Beil geht's hier nicht. Schon mal Metall bekommen.
Ja, so, das reicht schon. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wohin uns hier die Reise führt. Auf The Center haben wir beide noch gar nicht gespielt. Wir wissen allerdings, dass sehr viele Community-Mitglieder schon auf The Center unterwegs waren. Das heißt also, wir müssen uns dann öfter mal einfach an die anderen halten, uns mal da so ein bisschen informieren. Und ja, bis jetzt sind wir halt für alles offen, was hier so kommen mag. Ja, und ihr habt ja auch geschrieben öfter mal in die Kommentare, dass wir doch mal The Center ausprobieren sollen. Genau. Und jetzt ist es endlich soweit. Richtig. Hat ja auch was Gutes, ne? Wenn man einfach mal Primitive Plus nicht weiterkommt, dann können wir das immer dann so wechselt machen. Man halt einfach mal. Genau. Aber keine Panik, Scorched Earth geht trotzdem weiter. Nicht, dass ihr denkt, da geht's nicht weiter. Da kamen einfach in letzter Zeit ein paar weniger Folgen. Es hat sich einfach nicht ergeben, dass wir jetzt noch so viel produzieren. Kommt aber auch alles wieder. Also keine Panik. So, Bolas war deine Ansage. Da werden wir noch ein Leder haben. Ja, ja, aber ich kann ja mal gucken, kann ich eigentlich schon lernen? Ab wann? Nee, Level 10. Aber Schuhe. Und eine Kiste. Klamotten mache ich wieder, ne? Jojo. So. Ja, ich denke mal, wir werden erstmal hier unten irgendwie bauen. Also wir haben ja echt so keine Ahnung. Wobei hier oben irgendwie auf den Felsen, glaube ich, auch nicht so verkehrt ist, wenn man da irgendwie hochkommt. Keine Ahnung. Mhm. Ja, mal schauen. Also fliegen wird wahrscheinlich in nächster Zeit nicht der Fall sein. Also, ne? Ja. Zu Fuß. Das stimmt. Dann schauen wir mal. Brauchen wir auf jeden Fall was zu essen. Lagerfeuer habe ich schon gebaut. Ich habe auch ein bisschen Fleisch, siehst du? Das könnte ich ja eigentlich dann schon mal durchbraten. Ja. Der gute Kompi. Gute Kompi-Fleisch. Ja. Ja, falls ihr euch fragt, warum jetzt aber hier gerade noch niemand zu sehen ist, wir haben uns erlaubt, uns eine halbe Stunde mehr Zeit zu geben, bevor die anderen hier auch mit rauf joinen können. Aber das ist ja auch nicht wirklich lang. Genau, bevor die Mietnomaden hier einfallen, müssen wir mal kurz den besten Bauplatz suchen. Ja, kurz zum Ankommen, ne? Füße hoch und gut ist. So, hallo Trike. Was machst denn du hier? So. Oh, Trike Level 100. Ja, das Level ist ja ein bisschen höher. 150, um genau zu sein, das Max-Level. Oh, krass, okay. Hast du nicht zugehört in der Besprechung? Nein. Oh, nein. Mein Gott. Manchmal der Klaus bin extra auch gesagt. Ich nicht dabei. Also, dann... Physisch schon, aber mental nicht. Das kennen wir ja schon. Ja, ja, das kennen wir schon, ne? So, ja, die Frage ist, wo bauen wir denn als erstes? Also, ich würde schon sagen, hier irgendwo am Strand, logischerweise. Ja, am Strand auf jeden Fall. Ja, komm, hier hast du schon ein Feuer gemacht, dann bauen wir hier gleich die Hütte. Genau, das ist doch hier gleich das neue Zuhause. Ich gehe noch ein bisschen Fiber sammeln, für uns Klamotten herstellen. Ja, ich habe mir mal erlaubt, letztens, bevor das hier losging, mal einen Rundflug zu machen, hier über die Insel, damit ich einfach so, naja, einen ersten Eindruck bekommen kann. Da ist ja schon viel los, ne? Also es gibt ja wirklich so verschiedene Inselbereiche, Lava-Biom und ja, dann hast du halt auch noch Schneebiom, das kennt man ja schon. Dann in der Mitte irgendwo noch eine schwebende Insel. Schon krass. Ja, das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, muss ich sagen. Aber wir gucken mal, was es dann am Ende wird. Ja, na klar. Weil wir Noobs hier unterwegs sind, kennt man ja schon, ne? Ja. Oh. Gewitter. Es ist Gewitterzeit. Zumindest regnet's. Oh ja. Oh Gewitter. Ja. Da haben wir schon erst im Blitz zu sehen. Cool. Wir sollten jetzt nicht schwimmen gehen. Nein, sollten wir nicht tun. Ich hoffe, du hast Waffen am Start. Irgendwie nö. Alter, ist das laut. Also nur Werkzeug. Noch keine Waffen. Könnte ich aber mal mir noch einen Speer bauen. Wenigstens, was fehlt denn? Holz. Ich habe noch kein Holz. Mal ganz kurz hier Holz organisieren. Hier war doch irgendwie... So. Du hast hier schon Speere gebaut, ich oder ich hab schon hier voll Waffen am Start. Bist du voll ausgerüstet, ja, oder wenn der garstige Kompi kommt oder der garstige Lilo. So. Hallo? Sieht gar nicht so bewölkt aus und es scheppert hier ohne Ende. Ah. Ganze zwei Speere. Komm her. Level up! So. Ausdauer. Erstmal Ausdauer. Ja, mit zwei Speeren komme ich aber, glaube ich, nicht weit. Na, ich habe 6 Stück gebaut. Naja, ich brauche einfach noch mehr Holz und Thatch und was es hier nicht so alles gibt. Das Wetter ist schon mal hervorragend. Also wirklich so willkommen Hallo? Hier, ne? Was ist hier los, ey? Willkommen hier auf dem Ark bei The Center. Direkt mal schön vom Blitz gegrillt. Ja, ich glaube auch. Sein. Oh, ich bin überladen. Direkt mal schwimmen gehen, ey. Ja, mach mal, komm. Was fehlt? Flint! Es fehlte Flint, aber erstmal hier noch ein paar Klammern. Aber die komischen Büsche sind dann nicht immer schon so komisch, die spawnt hier. Nee, oder? Das ist anders als sonst. Das ist ein bisschen langsamer.
Nee, die verschwinden einfach so, sonst haben wir sie so zerplatzt. Ja, stimmt, die verschwinden. Ja, es ist irgendwie anders. Alles anders hier, alles anders. Muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Es bleibt halt nicht immer alles gleich. So, was haben wir denn hier? Was nehmen wir denn mal vor Schreck? Movement Speed ist, glaube ich, auch keine schlechte Sache. Ja, ich bin gerade erstmal überladen. Das läuft. Aber komm, Flint. Ja, ich baue gleich mal hier irgendwie eine Kiste oder so. Oh. Das gute Flint. Oh, 5 Fleisch haben wir schon. Wo war das denn hier? Ich weiß nicht. So, Moment. Nee, ich wollte doch. Fiber? Was wollte ich? Es gibt natürlich auch wieder ein paar Mods, die wir installiert haben. Die Liste gibt es dann auch wieder in der Videobeschreibung zu sehen. Also, wer da sich für den einen oder anderen Mod interessiert, kann sich da informieren entsprechend. Ne? Also, sind ein paar coole bei, auf jeden Fall. Structures ja. Plus. Ganz, ganz wichtig. So für die Baufetischisten unter uns. So wie mich. Ja. Ist immer ganz besonders wichtig, wenn man gut bauen kann. Ich muss hier irgendwie mal was loswerden. So. Ja, Mensch, habe ich gleich den Faden verloren. Mir ist gerade das Spiel gecrashed. Irgendwie sehr merkwürdig. Naja. Ja. Neu gestartet. Geht gut los. Irgendwas nicht in Ordnung. Passt soweit. Ah, schön. So. Okay. Movement Speed, ja. Das ist ein Plan. Das nehme ich. Und danach Gewicht, aber ja. So, also jetzt noch ein paar Speere. Reicht noch nicht. Zu wenig Fiber. So, also ich habe hier schon mal eine Plattform gebaut, ne? Also da würde ich gleich noch eine Kiste draufstellen. Ja. Und dann sollte es passen. Wenn wir ganz kurz gucken. Oh, ey. Schleich. Ach Mann, ey, dann schmeißen wir den Scheiß einfach kurz weg. Das gute Holz. Ich brauche Fiber. Da ist Fiber. Da rennst du mir hier voll vors Bild. Ja, weil das kann. Weil das kann, ja. Aber die ganzen Blümchen hier, das gefällt mir. Das sieht hier wirklich sehr hübsch aus. Alles sehr nett bewachsen. Ja, auf jeden Fall. Ah, du hast jetzt schon eine Kiste gebaut? Ja. Na super. Hab ich ja gesagt. Sollen wir mal eine Kiste bauen hier? Ja, okay. So, noch ein paar Speere. Jetzt habe ich 5. Das sollte wohl passen. Ja, für den Anfang reicht das. Also wie gesagt, erstmal provisorisch hier so ein bisschen gebaut, das ganze Zeug, damit wir einfach dann etwas sicherer sind, bis wir hier irgendwie, weiß ich nicht, umziehen können in einen anderen Bereich. Ja, so, ich packe dir die Klamotten mal rein. Ich habe jetzt noch nicht alles gebaut. Ja. Da fehlt noch was. Mach mal. So, das kommt dahin, das da und die ganzen Seeds, die interessieren hier noch gar keinen. Weg damit. Einmal Metall habe ich und einmal Leder. Können wir schon mal gut erstmal anfangen. Und 23 Steine. So. Ich brauche noch mehr Fiber, damit wir hier mal nicht nackig rumrennen. Ja, und natürlich wird wieder das Warten auf die ersten Metallwerkzeuge das sein, was uns die ganze Zeit beschäftigt. Ja, ich meine, es geht am Anfang natürlich etwas schneller. Hier vom Bauen her ist nicht weiter dramatisch. Jetzt, alles klar. Ja, so. Mal schauen, was der erste Dino für ein Dino wird. Da bin ich auch noch sehr gespannt drauf. Gucken, was uns da zuerst in die Hände kommt. Wahrscheinlich irgendwie was Petri-mäßiges. Wenn wir dann Bolas haben und wenn wir das hinbekommen, wenn wir uns da nicht so anstellen, wie bei den Tapijaras, irgendwie bei Scorched Earth, wobei wir immer noch nur einen haben. Es hat ja nie geklappt. Nee, irgendwie, die wollen irgendwie nicht. Die wollen nicht. Ich meine, gut, wir können uns ja hier auch einen Tapijara holen. Aber das wird genau das gleiche Unterfangen werden. Ach, das wird ja voll professionell. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Schon klar. Ich bin gespannt. Ich möchte das sehen, wie du das machst. Gab es denn nicht auch so ein S-Plus Wooden Wall oder sowas? Keine Ahnung. Alles eigentlich, oder nicht? Von S-Plus? Ja, eigentlich schon. Ich muss mal ganz kurz suchen. Unten, nimm doch den Filter. Ja, aber das Problem ist, hier steht ja kein Name bei. Ach, shit, hier, ich glaube, dann kannst S-Plus du das... Hier ist ja nur Wood Wall, nicht Wooden Wall. Und nicht Wooden Wall. Das ist ja verwirrend. So, Klamöttchen. Hosen. Ey, sag mal, hörst du auf zu dringeln hier? Wer dringelt? Naja, der Para. Die Sau.
Ach Joa. Und wieder ein Level up. Was, du bist schon Level 10? Wie hast du das gemacht, sag mal? Ich baue hier. Hallo, Level 10. Allein, ey, hörst du mal auf hier? Geh weg. Sehr geil. Ihr habt schon. Komm mal her. Nee, der rennt weg. Na gut. Der will einfach nicht. Der will nicht. Mensch, das geht ja mal flott hier, ne? Ja. Ja, schon geübt. Ja, ist ja so. Nicht das erste Mal. Schon 100 Mal gemacht hier. So, es fehlen noch Schuhe, aber dafür fehlt Leder. Aber deine Klamotten sind jetzt da drin, ne? Links Baumaterial, rechts dann Klamotten. Die gute Mütze. Die, naja, die ist wichtig, die Mütze. Nicht, dass du kalte Ohren bekommst. Besonders die kalten Ohren. Ja. So, und ich gehe jetzt mal schauen, ob ich hier irgendwie noch einen Kombi finde. Bei geschmeidigen 22 Grad kriege ich bestimmt kalte Ohren. Ja, du. Oder ich nehme den Para, der hier chillig am Baum. Kombi, hey. Komm, wir haben ein Date. Kombi Level 10. Toter Kombi Level 10. Aber den Para kann man auch umlegen. Der gibt auf jeden Fall Leder. Und ja. Fleisch. Ach komm, Kompi, gib mir dein Fleisch. Ich stehe schon wieder blöd. Ich stehe wirklich blöd? Nee, jetzt. Und Hide. Na super. Ach, so einen kleinen Kombi, das finde ich immer wieder geil. So, Para. Anni wirft erstmal den Speer weg. Ja. Hast ja so viele, ne? Ach, scheiße, ey. Nein. Er kommt. Wo denn? Am Stein. Bei mir? Wo du bist? Einfach nur nach rechts gelaufen, Strand rechts runter. Hey, Para. Keine Ahnung. Komm, hey. Bleib irgendwo stehen. Was, du nimmst einen Oviraptor? Ja. Mit einer schönen weißen Stute. Hey, Kumpel. Ja, komm, geh schwimmen. Oh nein, aber da drin sind Piranhas. Oh, will ich da rein? Delfine. Nein, es sind keine Delfine, es sind Ichthys. Gleich mal selbst korrigiert. Ja gut, der ist jetzt abgehauen. Das ist mir jetzt auch wurscht. Dann halt lieber ein Kombi. Der liegt natürlich so günstig, dass er hier im Stein drin hängt, ne? Ja, naja, natürlich. Komm her, komm mal mit. Kurz rauszotteln. Ja. Ah, keine Ausdauer. Natürlich nicht. Ja, guck mal, 16 Nacht haben wir schon. Ja, ist doch super. Wir müssen auf jeden Fall, das erste, was wir bauen müssen, ist ein Bett. Ja. Ganz du lernst wichtig. Das Bett, ich lerne die Bola dann. Bett kannst du noch lernen. Soll ich noch lernen? Ja, und Schlafsack und so musst du ja auch noch. Ja. Das ist alles das Gleiche. Ich weiß. Holz, wir brauchen ganz viel Holz. Und ich komme jetzt mal vorbei und bring noch die 7 Kombi-Fleisch mit. Stimmt, die kann ich auch mal kurz in den Grill hauen hier. Achso, ja, hier. Zack. Rinder, super. Wobei ich gar nicht so viel Hunger habe aktuell. Das wundert mich ein bisschen. Ja, nur das bauen ist macht sehr überschaubar. Nicht hungrig. Hallo, aber... Anscheinend nicht. Doch. So, die drei fertigen. Ja, wir bräuchten Dodo. Wir brauchen einen Kühlschrank. Den guten Kühlfrank. Den brauchen wir wieder. Den Trike da vorne will ich jetzt nicht. Der ist Level 100. Das ist ein bisschen zu krass. Jo, ein bisschen. Ich meine, man könnte, aber... Nein, bist du irre? Nee, also doch. Die letzten Begegnungen, die du mit dem Trike angefangen hast, wissen wir ja, wie das geht. Das geht jedes Mal in die Hose. Ich weiß. Ich gehe nochmal nach vorne bei den Kompis gucken, weil man kann nicht noch einen Speer bauen. Es fehlten Flint und Wood. Schön, dass ich vorhin mein Holz weggeworfen habe. Wieso wirfst du das dann weg? Weil ich nicht mehr laufen konnte. Ist aber auch nicht schlimm. Hier gibt's genug. Level up. Das geht aber heute schnell. Ja, und dabei haben wir das schon runtergestellt, das Leveln. Schon spannend. Ist tatsächlich nur doppelt so schnell wie normal eingestellt, damit es einfach der Anfangskram halt ein bisschen schneller geht. Ja. Aber dass es so schnell geht, ist schon, ja. Nicht schlecht, will ich sagen. Nehmen wir mal so hin. Ja. Und wieder ein Metall. Das ist super. Aber ich habe auch bald wieder ein Level up. Die anderen werden sie wieder davon leveln hier, die alten Ja, Suchtis. Wir haben ja wieder mal keine Chance. Die alten Suchtis. So, Movement Speed, ganz wichtig. So, dann lernen wir mal hier den Schlafsack schon mal. Mörser und Stößel, Bett kann ich auch schon. Cool. Ich baue übrigens gerade schon die S-Plus-Walls, ne? Also, ja, das ist, dass wir die beim Umzug mitnehmen können. Ich lerne mal schon mal die weißen Fahnen fürs Tame. Was man hat, hat man. So. Nö. Dann weiter. Kompi. So, dann kann ich schon mal ein Doorframe lernen. Doorframe. Ach, meine Spitzhacke ist hier gleich wieder im Eimer.
Aber das kennen wir ja zu gut. Also brauchen wir brauchen halt tonnenweise Holz. Ja. Ich komme erstmal vorbei, warte mal. Also ich kann echt noch so wenig tragen. Eigentlich bringt das gar nichts, wenn ich so weit wegrenne. Ich komme ja eh nicht zurück. Dann bleib doch in der Nähe. Kannst du da hier in der Nähe Ja. Ist doch alles voll mit Holz hier. Ja, alles. Level up. Yeah. Noch ein bisschen was auf Tragekapazität. Bisschen die Muckis trainieren. Und Hallöchen Trike. Also der bleibt, glaube ich, noch eine ganze Weile hier am Strand. Der sucht Gesellschaft. Ich sag's dir. So. Einmal ausladen. 48 Holz habe ich noch mitgebracht. Ein Metall. Naja. Auf jeden Fall schon mal jetzt ein bisschen Zetsch am Start. Also wir können... Ach, hör doch auf hier. Was denn? Das Werkzeug. Ja, das ist normal. Wie viel brauchst du denn noch für Level Up? Ich habe da jetzt gerade eins gehabt. Also ich bin jetzt Level 10. Na, dann hast du die Bola schon gelernt. Nee, siehst du? Bola. Jetzt. So. Kannst du schon eine bauen? Ja, bestimmt. Moment. Bola, da. Thatch, Stone, Fiber, Hide. Ich werde mir das nie merken können. Weil hier hat man nämlich gleich ein Para am Start. Die können wir bouldern und umlegen. Ja. So, Moment. Wir haben einfach ein Level. Level 15. Das ist doch überschaubar. Ach, Quatsch. So. Wood, Thatch. Ach, Fiber doch habe ich. Und Hide. Reicht das für die erste Bouldern? Zu wenig Fiber? Und Steine. Okay. 4 Fiber. Na, die gibt's ja hier irgendwo. Kannst du die Wooden Club lernen? Die habe ich schon gelernt. Kannst du mal bitte 2-3 Stück bauen? Darf ich erst die Bola bauen, oder? Wir brauchen beides. Wir hatten ja damals, falls du dich erinnerst, den Tipp bekommen, wenn wir gerade so eine Low-Level-Viecher jagen oder beziehungsweise bolern, dann können wir dann die mit der Keule K.O. hauen und dann kannst du dann halt die Bola abnehmen und weiterverwenden. Ja, dann muss ich mir kurz noch die Zeit einräumen, dass ich hier noch ein bisschen Fiber sammeln kann. Na, ausnahmsweise. Ja, hast du ein bisschen was vielleicht? Das kannst du mir geben. Ja, ich brauche jetzt alles an Fiber. Na gut, dann behalt doch dein Fiber. Nee, die Hütte muss fertig werden, hallo. Ich weiß, wenn die Nacht dran bricht, wie spät ist das? Oh, Traumhaus. 9.31 Uhr. Na, da hat man ja noch Zeit, hier die Hütte fertig zu bauen. So. Also. Noch eine Klapp. Ist natürlich ein wunderhübscher Klotz. Wie soll es auch anders sein? Das ist ja jedes Mal das Gleiche. Am Anfang wird nie hübsch gebaut. Das wäre vollkommen Ressourcenverschwendung. Da muss es praktisch sein. So, was brauche ich denn jetzt eigentlich noch hier? Was habe ich denn? Thatch habe ich genug am Start. Fiber brauche ich auf jeden Fall. Also Fiber ist hier am Anfang immer noch so ein Problem. Ja. Das würde auch eine ganze Weile ein Problem sein, bis wir halt eine Sichel irgendwann haben oder eine Wilma. So, also Keule für dich liegt drin, 2 Bolas für dich liegen drin. Links. Ja. Dann können wir gleich ein Para hier umlatzen. Ich habe keine Bola, ne? Also das kannst du gerne machen. Die Keule habe ich aber selber. Achso, links hast du gesagt. Ja. Hey, kleiner Para. Hallo. Schon mal die Keule in der arme Sau, ey. Guck mal, hab hier was Neues für dich. Spielzeug. Nein, das ist gemein. Oh. So. Ja, ich bin gespannt. Trifft Mario oder trifft er nicht? Oh. Jetzt hau ihn K.O. Mach los, ich. Drauf. Mach ich. Bitter, ey. Das ist schon brutal. Das ist wirklich brutal. Fällt er mal um? Wahrscheinlich. Nee, jetzt? Jetzt. Okay, Moment. Bola können wir abnehmen. Ja. Ist natürlich gerade nur am Anfang interessant, weil wir halt einfach nicht genug Bolas haben, jetzt ganzen K.O. Horn. Wir hätten die noch zähmen können. Nein, den brauchen wir nicht. Ich habe schon Narcoberries reingepackt. Wir brauchen ein Bett. So, Moment. Sperr raus. Oh. Oh, ja, ich habe den Kill bekommen. Läuft ja, doch. Abstauber. Ja, so. Dann ganz gleich auseinanderpflücken. Mach ich. Ach, scheiße, für Hide ist ja mir das Beil. Komm her. Ja, es ist halt einfach brutal am Anfang. Aber das ist halt einfach so, ne? Ich meine, Ende der Nahrungskette. Ja. Und so. Bis der T-Rex kommt. Das Übliche. Ja, im Singleplayer-Modus hatte ich mir die Karte mal angeschaut. Ich kannte die vorher nicht. Nur so mal grob ein bisschen geschaut, wie die Startpunkte so aussehen. Und der erste Startpunkt, den wir gleich hatten, oder den ich gleich hatte, da stand ein T-Rex neben mir. Ja, ist auch schön. Dann bin ich von dem weggerannt quasi und bin genau in den nächsten reingerannt. Also es lief hervorragend.
direkt mal beim Start. Okay, jetzt brauche ich einfach noch ein bisschen Fiber. Also Fleisch haben wir jetzt, wir brauchen Dodo immer noch. Einfach was zum Kühlen, ey. Das gute Fleisch, das vergammelt sonst. Jetzt habe ich auch schon ein bisschen Hunger hier. Ja, kannst du ein bisschen was rausnehmen, da ist ja noch was fertig. Na, komm her. 1, 2, 3. Ach joa. Level up. Das geht jetzt noch auf. Ein bisschen Schaden. So, jetzt haben wir eine Wand übrig, aber die können wir noch aufheben. Ja. Schade ja nicht. Packe ich mal mit hier rein. So, fürs zweite Bett fehlt jetzt noch ein bisschen Hide. 19 Stück. Na, hier im Dings ist noch was drin. Na, ich habe, glaube ich, alles rausgenommen vorhin, oder? Na, 16, nee, da ist noch drin. Aber es reicht natürlich nicht. Na, 3 fehlen noch. Dann. Ach, der schöne Klotz hier am Strand. Wunderschön. Ey, hast du was? Das Strandhaus. Die gute Platte. Die gute Platte. Der gute Plattenbau. Ich setze das gleich mal hier irgendwo hin, das Bett. Hier bitte. So. Wunderschön in die Ecke. So, dann können wir anfangen mit Ceilings. Ceilings wahrscheinlich. Ach doch, kann ich schon. Kannst du alles, ne? So, was fehlt jetzt? Was habe ich gesagt? Okay. 19 Hide, ansonsten noch ein paar Bolas. Oh, und ich wollte ans Wasser. Ich muss was trinken und da muss ich auch was essen. Ah, die Blümchen sehen so toll aus hier. Ja, das sieht wirklich schön aus. Das haben sie schön gemacht. Draußen ist eine Party hier. Ja, also falls ihr den Krankenwagen hört, geht wieder ab hier. Die kommen gleich Anni abholen. Nein, warum mich eigentlich? Ja, du, weißt du nicht, du wirst hier vielleicht gleich vom Hai gefressen oder nein. So, was weiß ich. Nein. Das wollen wir gar nicht erst. So, achso, meine 3 Bolas, die packe ich jetzt mal hier auf den Slot. Ich habe 25 Rohfleisch hier. Na, da weißt du ja, Mörser und Stößel, Narcoberries, los geht's. Ja. Den kann ich auch schon lernen. Sieht schon cool aus hier unter Wasser. Den habe ich schon gelernt. Hast du auch den S Plus gelernt? Ach scheiße, natürlich gebaut? Nicht. Natürlich nicht. Moment. Ja, was frage ich überhaupt? Mortar, da ist er. Ich habe ja noch nichts gebaut. Ja, damit wir gerne so Mist mitnehmen, können wir umziehen. Ja. So, S Plus, also Hide und Stone. 15 Hide, die hätten wir. Aber nicht genug Stone oder doch? Warte mal. Nee, hä? Wir haben keine 15 Hide, verdammt. Okay. Hast du die alle rausgenommen? Ach nee, ja, du brauchst ja für Mörser und Schlüssel brauchst du noch. Ja. Alles klar. Alles hast klar. Du noch irgendwas? Nee, ich hab nix. Okay. Schade. Jetzt nehme ich da mal vor Schreck. Movement Speed. Ach komm, Movement Speed. Movement Speed ist immer gut. Ja, habe ich auch schon gemacht. Und ein bisschen Schaden. Ja, wenn wir irgendwie noch ein Para sehen. Ja, dann nehmen wir den noch dann mit. Dann nehmen wir den. Ich geh mal kurz gucken. Da hast du recht. Wobei aber meine Bola tatsächlich weg ist. Naja, die kannst du nicht nochmal benutzen. Das geht nicht. Ich war auch der Meinung, dass es irgendwann mal hieß, man kann die Bola da nochmal benutzen, aber es geht nicht. Die ist dann weg. Vielleicht ging das am Anfang. Dann können wir uns das auch sparen. Ja, also oder nur bis zum gewissen Punkt und sonst ist sie zu kaputt oder so. Ich weiß es nicht, aber man kann das auf jeden Fall nicht wieder abnehmen und neu benutzen. Hm. Ich hab doch noch 16 Leder. Warum ich noch 16 Leder? Warum das hast du mir doch erzählt. Dann schmeiß doch mal her. Wo habe ich das denn her? Weiß ich nicht. Ich hab's ja gar nicht mitgenommen. Los. Da war ich wieder geistig abwesend, ja. Wie soll es noch anders sein? Hab ich. Ach, dann mal schnell zurück. So. Okay. Das ist das. Hast du schon 2 Betten gebaut? Ein Bett. Na gut, und eins reicht erstmal. Ja, also ich könnte jetzt Mörser und Stöße bauen. Ja, glaube ich. Nee, kann ich noch nicht. Zu wenig Steine. Ein paar Steine kloppen gehen. Geht natürlich jetzt gleich das Beil kaputt. Weil die Spitzhacke. Alles geht hier kaputt. Anni spielt heute zum ersten Mal Ark. Ja, mache ich. Wie so viele Spiele, die ich das erste Mal spiele. Ich finde es verwirrend. Nein, dass, Mann. Ich finde es verwirrend, dass die Sachen hier einfach verschwinden. Och, und nicht so explodieren. Also so zerfallen, eigentlich. Meinst du? Das fehlt dir. Naja, die Steine, dass sie so rumfliegen. Ja.
Wurde da was geändert? Kann mir gar nicht vorstellen. Also entweder wurde es geändert oder ich weiß nicht. Das kann ja nicht an der Map liegen, oder? Oder kann sowas auch an der Map liegen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß es halt leider auch nicht. Wisst ihr das? Kann das an der Map liegen, an The Center, dass das so anders aussieht? Oder wurde was geändert? Ich meine, es kam ja ein Arc-Patch. Ein etwas größerer. Stimmt, kam ja. Und es sollte ja eigentlich schon noch Patch 248 draußen sein. Schon seit 10 Tagen oder so. Ja. Und wurde mal wieder verschoben. Wie soll es auch anders sein? Heute soll er nicht kommen, also für euch, keine Ahnung. Wann das Video rauskommt, mal schauen. Wahrscheinlich am Freitag. Wahrscheinlich. Oh, jetzt ist der Stein weg. Tschüss, Stein. Für uns ist ja heute noch Donnerstag. Das ist wahr. So. Ach, das Werkzeug ist eine Katastrophe das hier. Das ist wirklich immer bitter. So, Mörserstößel. Och, da fehlen immer noch 12. Der Billig baut Bord zweimal. Ja, ist jedes Mal das Gleiche. Im echten Leben wie in Ark. Komm, gib mir noch 12 Steine. Bist du in der Nähe? Ja, vorne am Strand. Okay, dann kriegst du ja gleich noch ein bisschen XP. Ja, müsste ich eigentlich abkriegen. Level up. Super. Schaden. Sehr gut. Ah, schon wieder Level up. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal fast alle Dachteile zusammen. Ja. Eins fehlt noch. Und wir escapen noch ein bisschen Movement Speed. Und baue jetzt hier noch. Ach, hallo Papa, Mensch, du hier. Dann bist du gleich, fällig. Komm mal her. Mach ihn platt. So, das kommt hier rein. Gleich mal eine schöne Stelle. Oh, okay. Ist der Speer kaputt gegangen. Das ist ja immer, das Gleiche. Okay. Das steht. Fleisch kommt rein. Ach, das geht ja hier nicht. Schade. Auch für so Level 50 brauchst du aber schon eine Ecke, ne? Ja. So, gleich mal hier Narcotics lernen. Sehr schön. Ich warte ja drauf, wenn der erste Raptor um die Ecke kommt oder der Kran. Das wird bestimmt nicht lange dauern. Oh, da kommt auch viel Heid raus. Sauber. Ja, dann bring mal mit. Ja, mach ich gleich. Moment. Wollen wir noch ein Dach bauen hier? Und gegenüber auf der Insel ist wieder ein Bronto unterwegs. Den können wir irgendwann mal besuchen gehen. Bist du jetzt links oder rechts von der Hütte? Weiß ich gerade gar nicht. Irgendwo bist du hingelaufen. Hütte. Na, na. Okay. Da schleicht auch noch ein Para rum, direkt an der Hütte. Ich habe keine Bolas mehr. Na, ich habe noch drei Bolas. Mach den gleich weg da.